Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu PHP. Heute geht es weiter mit Objektorientierung in PHP und zwar mit Konstruktoren. Konstruktoren sind sehr praktisch, die kann man nämlich benutzen, um solche Sachen hier zu vermeiden. Also nehmen wir mal an, ihr habt hier so viele Variablen und die alle so zu setzen ist wirklich umständlich. Und bei Objektorientierung geht es ja hauptsächlich darum, möglichst sparsam zu arbeiten, möglichst viel Code zu sparen und alles übersichtlich zu halten. Und das hier macht das Ganze schon wieder ein bisschen schwerer. Da gibt es natürlich Optimierungen dafür, die nennen sich Konstruktoren. Das sind spezielle Funktionen innerhalb eurer Klasse und die definieren einfach, was passiert. Also wir haben hier eine Function, Bodenstrich-Bodenstrich-Construct ist der Name. Und der darf nicht anders sein, der muss genau so sein. So. Und jetzt übergebt ihr hier an diesen Konstruktor verschiedene Variablen, zum Beispiel $setId und $setName. So, und was wir jetzt machen ist folgendes. Wir rufen diesen Konstruktor auf und setzen automatisch, also in diesem Konstruktor hier, diese Variablen, die wir hier oben haben. Das können beliebig viele sein, logischerweise wie immer. Es können übrigens auch beliebig viele Funktionen hier drin sein. Macht ja auch Sinn. Genau, wir gehen wieder über $this. FileID ist gleich. Und dann sagen wir einfach, naja gut, es ist die SetID. Und dann sagen wir noch $thisName ist gleich $setName. So. Und was wir jetzt hier unten machen, ist, wir sagen nicht mehr das hier, sondern wir machen das direkt über einen Konstruktor. Und der Konstruktor ist eine Spezialfunktion. Wir hätten es natürlich auch alles über eine normale Funktion machen können, direkt nach dem Kreieren von unserem Objekt. Aber wir sagen, wir machen das noch spaßiger, direkt als Konstruktor, also direkt hinten dran, hinter New User, kommt jetzt in diese Klammern rein die ID, also 1, Komma und den Setnamen, also der Name davon, also Morpheus. So, und dann sagen wir hier bei dem zweiten Mal New User für Batman, sagen wir, der bekommt die ID 2 und den Namen Batman. So, Klammer zu, nicht vergessen. Und jetzt ist es genau dasselbe wie vorher, nur dass es einfach viel eleganter aussieht. Also ihr müsst euch überlegen, das hier schreibt ihr normalerweise in eine externe PHP-Datei und die bindet ihr einfach nur ein über einen Include. Und dann habt ihr hier drin einfach nur diese vier Zeilen und schon habt ihr zwei User angelegt. Ist das nicht mega praktisch? Also ihr braucht den Code hier tatsächlich nur ein einziges Mal schreiben, für egal wie viele Benutzer ihr benutzen wollt eben. So, ziemlich cool. Führen wir einfach mal aus und schauen, ob das Ganze funktioniert hat. Wir sehen, dass wir nichts anderes sehen. Das heißt, immer noch alles auf 1 Morpheus und 2 Batman. Super praktisch und ja, kann man nur empfehlen. Es gibt auch noch solche Sachen wie Destruktoren. Destruktoren machen ziemlich genau das Gegenteil davon, sie zerstören einfach ein Objekt wieder. Aber das müsst ihr nicht machen, da könnt ihr einfach darauf vertrauen, dass PHP für euch alles aufräumt und das, ja, wie gesagt, braucht ihr eigentlich nicht mal betrachten. Gut, sehr kurzes Video, allerdings trotzdem nicht weniger relevant und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!